Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Wieder mal. Dass wir Minimum 12 Punkte Vorsprung haben auf die anderen. Und klar, es war nicht unser bestes Spiel, das wissen wir selber auch. Aber wichtig ist, dass wir gewonnen haben und den Abstand behalten können. Das ist, glaube ich, für alle wichtig, für die Fans, für uns selber auch, dass wir wieder Kraft haben für die Rückrunde. Zufrieden mit dem Sieg. Ja, auch sehr gut. Jetzt haben wir 3 Wochen wirklich mal Pause. Ich glaube, auch wichtig ist, zum richtigen Zeitpunkt auch, dass wir abschalten können, mal richtig erholen und dann wieder Vollgas geben können. Ich gehe jetzt auf Mauritius mal, 10-11 Tage. Und hoffe, es wird schön. Ja, ich glaube, es ist super, dass wir 12 Punkte Vorsprung haben in der Liga. Gäbe es immer noch dabei, von dem wir in diesen 2 Wettbewerben alles richtig gemacht. Klar, die Champions League hätten wir uns ein bisschen mehr Punkte gewünscht, natürlich. Da sind wir nicht zufrieden. Aber ich glaube, Schluss am Ende, wenn die Liga 12 von vorne bist, gäbe noch dabei. Glaube, kann man auch von einer guten Vorrunde sprechen. Und, wir werden probieren, auch noch gute Rückrunde zu zeigen. Das ist schwierig. Champions League-Spiele sind natürlich immer die Highlights. Gegen so riesige Mannschaften können spielen. Und auch zu sehen, dass man mitnehmen kann bei einem Spiel, das ist einfach schön im Fußball. Ja, ich muss sagen, ich bin glücklich und stolz auf meine Mannschaft, wie wir auftreten sind. Wir sind halt ein bisschen uneffizient bei der Chance-Offensiv. Wir haben in der 2000 am Anfang gepennt. Wären wir dort etwas konzentrierter gewesen, länger 0-0 gehabt, hätten wir sicher den Gegner nervös gemacht und wahrscheinlich zu Eigenfehlern geführt, die wir hätten ausnutzen können. Ja, ein gutes Gefühl, ein schönes Gefühl. Ein bisschen komisch am Anfang, aber man gewöhnt sich daran, nach einer Zeit lang, nach den ersten 10-15 Minuten geht das wieder. Und am Schluss ist es dann nicht umgegangen, dass wir gut spielen, dass wir Punkte holen. Und schade, dass es am Schluss nicht gelingt, aber wir können stolz sein auf unsere letzten 5-6 Matches und wir nehmen das sicher mit in den kommenden Spielen. Nein, also wenn, dann habe ich es nicht gehört, aber ich glaube, es gibt nicht viele Gründe, wieso ich mich auspfiffen sollte. Ich habe eine gute Zeit beim Basel. Ich habe mich gefreut, dass ich wieder da spielen darf und ist alles in Ordnung gesehen. Ja, wir haben eben, wie gesagt, einen guten Lauf gehabt. Ich fühle mich wohl. In Augsburg haben sie gerade viel verletzt. Das ist sicher auch ein wichtiger Grund, den ich überlegen müsste. Ja. Wir sind in Kontakt. Und die in Augsburg haben noch ein paar Spiele bis zu der Winterpause. Ich glaube, erst wenn die Saison in Deutschland fertig ist, weiß ich mehr.